Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein ganz spontanes Video. Ich wollte mal ein bisschen mit euch quatschen. Und ich werde mich dabei schminken und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt doch einfach dran. Ja, also wir sind gerade im Moment im Umzugsstress. Und es ist, ich glaube, in 2 Wochen circa oder knapp 3 Wochen ist es soweit. Da ziehen wir komplett mit den ganzen Möbeln um und es sieht hier wirklich sehr durcheinander aus. Und ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, Videos zu machen, speziell jetzt auf diesem Kanal. Ich war auch unterwegs, ich war auf einem Teamtreffen. Und da ist meine Kamera zum Einsatz gekommen, aber halt beruflich. Ich mache jetzt einfach mal ein spontanes Video und ich schminke mich dabei und dann möchte ich gerne so ein bisschen erzählen, wie es mir ergangen ist. Wir starten jetzt einfach mal mit der Grundierung und zwar mit dem Primer, mit der Make-up-Base von P2. So, das ist eine, die ist nicht mehr im Handel erhältlich. Aber die möchte ich einfach Fokus aufbrauchen. Und jo. Also das Wochenende, oder letztes Wochenende, ja, genau, da war ich in Frankfurt, habe mich mit ein paar Mädels getroffen, die ebenfalls sich selbstständig gemacht haben mit It Works. Ich bin vor 3 Jahren quasi damit angefangen. Und ich habe gedacht, zum ersten Mal, jetzt sind die Kinder größer. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Kinder auch mal 3 Tage alleine zu lassen, beziehungsweise beim Papa und bei der Tante zu lassen. Genau, und dann bin ich einfach losgefahren zu einem Business Hotel in Frankfurt Mörfeld. Mörfelden, genau, Mörfelden, ein H-Hotel. Es war ein ganz schönes Hotel. Die hatten auch einen Fitnessraum und eine Sauna, aber Sauna haben wir nicht genutzt, weil es so warm draußen war. Und Fitnessraum, wir hatten Sportklamotten dabei, ich und noch ein paar Mädels, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Aber auch bei der Hitze war es unmöglich. Wir hatten da 38 Grad gehabt in Frankfurt. Und und wir sind, also ich habe die Mädels zum ersten Mal gesehen. Wir arbeiten normalerweise übers Internet zusammen. Und ich habe die Mädels dort zum ersten Mal gesehen, aber das Vertrauen war schon da, diese Vertrautheit. Ich hatte das Gefühl, wir kennen uns schon lange. Wir haben uns eigentlich, wie gesagt, nur übers Internet, über Zoom, miteinander gearbeitet, kommuniziert und so weiter. Und die Mädels mal so richtig in Live und Farbe zu sehen. Man kennt die Gesichter, aber was mich fasziniert ist, ist der dazugehörige Körper. Und zwar von der Größe her. Also ich habe mich immer jedes Mal gewundert, du kennst die Gesichter, aber die eine ist 1,90 Meter groß, die andere ist 1,60 Meter klein. Und das hat man vorher gar nicht so im Blick gehabt. Und dann siehst du die Mädels vor dir und ja, du bist sofort vertraut mit denen. Und ich habe mich da richtig, richtig wohl gefühlt. Und ja, wir konnten uns am ersten Tag kennenlernen. Was nehmen wir denn heute? Heute nutze ich übrigens M. Asam Magic Finish. Also die nutze ich wirklich sehr gerne. Es hat eine musige Konsistenz und ich kann damit wirklich sehr, sehr gut umgehen. Und ja, also ich bin damit super zufrieden. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau, also wir waren da am ersten Tag, haben uns kennengelernt und am zweiten Tag gab es dann die Schulung. Also wir haben komplett durchgepowert von morgens bis um 6 oder 7 Uhr abends. Haben natürlich zwischendurch Mittagspause gemacht, Kaffeepause und so weiter. Ich durfte auch ein paar vorne stehen und ein paar Vorträge machen. Ja, quasi als YouTube-Expertin oder auch zu anderen Themen. Ja, genau. Und dann war die Schulung zu Ende und wir sind dann abends noch in einem italienischen Restaurant essen gegangen. Haben uns dann noch ein paar kennenlernen dürfen. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt.
Genau. Ja, und am nächsten Tag ging es dann wieder nach Hause, ne? Ja, der Abschied war, also es war richtig komisch, weil man hatte sich wirklich, man hatte sich einfach ins Herz geschlossen. Wir haben uns alle super gut verstanden. Man sieht sich zwar wieder, ne, über Social Media, aber trotzdem, es ist halt ein ganz anderes Gefühl. Also ich war richtig, einerseits richtig traurig, als ich weggefahren bin oder als alle sich verabschiedet haben. Da sind auch Mädels aus Österreich da gewesen, 3 Stück. Und die sind dann zurückgeflogen, beziehungsweise auch mit dem Auto zurückgefahren. Es war einfach in allen ein richtig, richtig gutes Erlebnis und ich freue mich schon auf das nächste Teamtreffen. Der Vorteil bei M. Assam ist, dass du hinterher kein Puder brauchst. Ne? Also es reicht, wenn du dir das ins Gesicht schmierst. Ich mache es mit den Händen, weil ich damit einfach besser arbeiten kann. Mit dem Pinsel klappt das, finde ich, nicht so gut. Ja, und Puder kann man ganz weglassen, weil ich finde, dass M. Assam wirklich ausreichend lange matt hält. So, Augenbrauen. Dazu nutze ich von NYX. Das ist so ein Pöttchen mit einer Paste. Tame and Frame nennt sich das. Tinted Brow Pomade, genau. Eine Pomade und dazu nutze ich dann einfach einen abgeschrägten Pinsel. Und dann gehe ich damit einfach drüber, beziehungsweise ich kämme die vorher durch. Und dann trage ich die Paste einfach auf. Genau. Und ich finde, das lässt sich super gut auftragen. Die Farbe passt auch für mich. Das war, ist ja immer so ein Problem, da eine passende Farbe zu finden. Und ich finde, die hält auch sehr, sehr lange. Ja, was soll ich sagen? Genau, also das war wirklich ein ganz tolles Wochenende. Meine Kinder haben mich auch überhaupt nicht vermisst, aber sie waren auch gut beschäftigt. Meine Schwester hat ihren Pool bereitgestellt, beziehungsweise die haben bei meiner Schwester übernachtet und das machen die total gerne. Ja, und die hatten auf jeden Fall ihren Spaß gehabt, was mich natürlich sehr, sehr beruhigt und mir auch zeigt, dass die alt genug sind, auch mal alleine irgendwie öfters mal woanders zu übernachten, so wie sie es sich immer wünscht. Und, ja, wie gesagt, in letzter Zeit ist es wirklich sehr stressig bei uns. Ich bin am Packen, wir ziehen um in ein kleines Reihenhäuschen, auch innerhalb dieser Stadt, Bocholt. Aber jeder wird von euch wissen, wer schon mal umgezogen ist, wird wissen, dass es doch recht stressig sein kann. Du weißt ja auch gar nicht, welche Sachen du noch brauchst die letzten 2 Wochen und so Kleinzeugs, das ist immer das Schwierigste. Ne? Wenn man jetzt mit den Möbeln umzieht, ist das kein Problem, aber dieses Kleinzeug. Ich habe auch meine halbe Schminksammlung auch schon in der neuen Wohnung. Der Vorteil ist, dass wir schon den Schlüssel haben, dass wir eigentlich jetzt schon nach und nach ein paar Sachen rüberbringen konnten. Wir könnten schon renovieren. So, ich muss mich mal gleich einloggen, weil ich habe nämlich jeden Morgen treffe ich mich mit den Mädels hier im Internet über Zoom und wir arbeiten dann 1 Stunde konsequent durch. Also, aber ich freue mich total. Ich freue mich auf diese neue Wohnung. Weil wir da einfach mehr Platz haben. Also es ist 135 Quadratmeter. Wir wohnen jetzt in einer, das ist schon faszinierend. Wir haben vorher in einer 80 Quadratmeter Wohnung gewohnt, zu 5, 3-Zimmer-Wohnung. Alle 3 Kinder haben ein Kinderzimmer gehabt. Wir hatten, es war einfach zu eng und dann bin ich umgezogen. Nach 10 Jahren, muss man dazu sagen, sind wir in eine größere Wohnung gezogen. 110 Quadratmeter. Aber die Lage gefällt uns nicht mehr so, weil wir direkt an der Ecke wohnen, Hauptstraße. Und ja, dann sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir umziehen in eine 135 Quadratmeter großes Reihenhäuschen mit kleinen Garten. Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer. Die Mama hat ein großes Büro und Studio, was mich am meisten freut.
Ja, es ist nicht mehr so eng, aber was wir nicht haben, ist eine Badewanne, worüber ich eigentlich sehr traurig bin. Wir haben zwar eine tiefe Dusche, eine Sitzdusche, vielleicht kann ich da meine Badezusätze, die ich hier gesammelt habe, aufbrauchen. ja, also es gibt immer Pro und Contra, beziehungsweise es gibt immer Abstriche. Man muss einfach gucken, was Priorität hat, und Badewanne hat für mich jetzt keine Priorität. Wäre natürlich schön, aber ja, ist nicht so schlimm. Dann stellen wir uns halt einen kleinen Cooler im Garten auf. Nein. Was habe ich jetzt drauf getan? Das wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar Wet n Wild Creme Brûlée, so als Base. Und jo, was ich eigentlich immer mache, das ist, ich nehme einfach immer eine dunkelbraune Farbe. In diesem Fall von Dior. Das ist auf jeden Fall eine dunkelbraun. Und die trage ich dann hier in meine Lidfalte ein, auf. Genau. Ja, urlaubtechnisch, wir wollten ursprünglich an die Nordsee. Wir haben auch schon ein Haus gebucht gehabt, aber wegen dem Umzug haben wir gedacht, weißt du was, wir werden das einfach verschieben auf nächstes Jahr oder keine Ahnung, wir haben es auf jeden Fall storniert. Und ja, dann wäre das einfach zu stressig gewesen. Wir ziehen ja in den Sommerferien um. Eigentlich genau die Zeit. Und wir wollen uns das einfach nicht antun. Was wir aber noch zusätzlich gebucht haben, ist 3 Nächte Campingurlaub bei uns in der Nähe. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Da haben wir schon mal Urlaub gemacht über Ostern. Wochenende über Ostern. Und hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das ist halt quasi so eine Auszeit, ne? Auszeit von dem ganzen Umzugsstress, dass man da so ein bisschen abschalten kann. Und ja, genau. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Wie spät haben wir es jetzt? Geht noch. Genau. Und dann gehe ich hin und tue immer Eyeliner drauf. Meistens nutze ich von Catrice Calligraph. Das ist dieser hier. Der ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das hat eine gute Spitze, mit der man präzise arbeiten kann. Aber immer daran denken, dass man diesen Eyeliner speziell immer so aufbewahren muss, weil er sehr schnell austrocknet. So, ich gehe mal eben über. Ups. YouTube muss halt jetzt warten, ja, weil das einfach zu viel Aufwand ist für die Zeit, die wenige Zeit, die ich im Moment habe. Und ja, es ist schon komisch, ne, wenn man da so eine große Pause machen muss. Genau, was ich mache weiter eben, ich mache eben zu Ende, und zwar nutze ich, das ist die, wie heißt die nochmal, Lash Princess von Essence. Jo. Genau. Ich glaube, ich bin fertig. Jo. Jetzt nur noch die Haare. Und dann geht es auch schon los in dem ins virtuelle Büro. Vielleicht kann ich das mal eben zeigen. Power Hour. Genau, wir nennen das bei uns Power Hour. Power Hour ist eigentlich die Stunde, in der man am Tag fokussiert arbeitet. Und es ist ja auch so, dass ich das Ganze auch anpassen muss, ne? Also ich arbeite 4 Stunden. Mittlerweile und 4 Stunden am Tag. Also ich kann das quasi dann machen, wenn die Kinder in der Schule sind. Ja, und das ist quasi meine Arbeitszeit. So, bald Audio eintreten. Genau, da sind schon ein paar Mädels drin. Morgen, Dani! So. So, einmal stumm schalten. So, jetzt zeige ich euch.
sind schon 4 Mädels. Und da bin ich. Genau. Ja, und so arbeiten wir einfach zusammen. Und ich finde, was gibt es Besseres? Ja, was gibt es Besseres, als hier von zu Hause aus zu arbeiten? Also ich habe da wirklich einen Glücksgriff. Ich weiß nicht, also das war ein einfacher, ich weiß nicht, das Universum hat mich beschenkt. Mit, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich werde jetzt hier weiterarbeiten und dann, ich würde mal sagen, wir sehen uns möglichst, baldmöglichst, weil ich vermisse es. Ich vermisse es richtig, YouTube-Videos zu machen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!